Ja, herzlich willkommen hier in der ausverkauften Halle 9 zum 14. Werder Blast heute. Die erfolgreichste Autorin besinnlicher Texte, die es im deutschsprachigen Raum gibt, können Sie finden unter www.weihnachtsgedichteundgeschichten.de. Eine gewisse Schweizerin namens Monika Minder. Die Damen und Herren, die letztes Jahr schon da waren, werden diese Poetin noch mit Schrecken kennen. Kerzenschein, der den Tag leuchten macht, leuchtender Tag, der uns verwandeln soll, verwandle in ein Licht, leise aus einer Lichtung kopiert. Ich habe im letzten Jahr 3 Postkarten von befreundeten Familien bekommen mit Gedichten dieser Monika Minder drauf. Wir sind nicht mehr befreundet. Eins hätte ich hier noch betreffend den Klimawandel, ist ja immer auch aktuell in der Adventszeit. Ich wünsche mir einen Apfelbaum, an jedem Apfel hängt ein Träumlein dran. Der erste Traum erzählt von einer Katze und einer großen Luftmatratze. Der zweite von einer großen Nuss, die darf ich essen, weil ich noch wachsen muss. Vom dritten Traum weiß ich noch nichts. Ich glaube, der ist ganz schlicht. Die anderen Träume müssen warten. Ich wünsche mir nämlich Weihnachten im Garten. So. Ich habe 27 Gedichte ausgedruckt, die werde ich Ihnen im Laufe des heutigen Abends reinwürgen. Das ist wirklich eines der schönsten Gedichte, das ich je geschrieben habe und ist auch schon optimistisch gedacht. Ich glaube, ich habe den Winterblues, mir ist ganz grauslich, trüb im Mus. Das kommt vom schlechten Wetter, im Frühling wird es wieder besser. Also. Ein Christ, der schürt nicht andere Menschen Angst. Zum Christenparadies gelangst du, wenn du ihnen Hoffnung gibst und jeden Mensch, auch Flüchtling, liebst, so wie dich selbst. Knecht Ruprecht, was? Ach komm schon, Horst, wir schaffen das. Stopp, aufhören! Nicht schon wieder Merkel, dieses aufgeblasene Phänomen. Ja, da könntest auch du was lernen. Deren End steht in den Sternen übrigens. Die hat auch nicht dieses fiese Mondgesicht von Söder ständig an der Backe. An dem Stuhl von der Schabracke sägt doch keiner, mit Verlaub. Und wenn, dann sind's alt oder taub. Ich hingegen habe stets es jedem recht gemacht. Bitte geht's nach Freising, Startbahn. Ich war hier sowohl dagegen als auch dafür. Ach Horst, du bist ein toller Hecht. Doch Hermann ist ja auch nicht schlecht. Ein guter Nachfolger für dich. Knecht Ruprecht, eigentlich dachte ich da an den weisen Spruch, wenn zwei sich streiten, freut sich, huch, der Dritte. Und der wer? Ja, ich natürlich, Horst der Herr. Ach, Träumer, bald bist nur mehr Horst vom Gerolfinger Eichenforst. Seh's endlich ein, du bist zu alt, um noch zu werden eine Lichtgestalt. Knecht Ruprecht, schau doch noch mal her. Dieser Gauland, bitte sehr, hat gestern auch nicht kandidiert und trotzdem wurde er gekürt. Und der könnte fast mein Vater sein. Ja, Horst, warum trittst du nicht ein in die AfD? Da scheinbar hat's für Dinosaurier reichlich Platz. Na, die sind mir dann doch zu links. Ach, Horst. Es scheint dir nicht beschieden, dass du am Ende bist zufrieden. Sei doch einfach brav und nett. Dann wie gesagt, ich für dich hätt was in dem Sack. Was ist da drin? Ich fürchterlich neugierig bin. Da drin, mein Horst, da leider liegen Sachen nur, die jene kriegen, die nicht eifern, sich vertragen. Sowas könntest du auch mal wagen. Ja, was heißt das dann konkret? Dass es für dich in Renten geht. Nein, nein, niemals! Die Welt braucht mich, das spüre ich ganz inniglich. Tja, dann muss ich wohl von hinnen. Und das, was im Säcklein drinnen, freilich wieder mit ich nehme. Kann ich es mindestens einmal sehen? Ach, mein Horst, ich bin dahin. Nichts Aufregendes ist da drin. Nur der Hermann. Gott zum Gruß, jetzt ich wirklich weiter muss durch das dichte Schneegestöber. Also dann, viel Spaß mit dem Söder.
Sehr schön. Ja, ich bin in Ingolstadt. Da habt ihr gewusst, dass die Erkan und Stefan Sprache aus Ingolstadt geboren wurde. Wie krass, oder? Kennt ihr das überhaupt noch, das Erkan und Stefan? Die Älteren unter euch wahrscheinlich, oder? Das war so, ich kam auf die Bühne, ich habe so Baseballmützen aufgehabt, Turnschuh, Trainingsanzug, so Handtuch um die Schultern und so gelaufen, wie man am Busbahnhof so geht, habe so gesagt, krass. Und dann kam der Erkan und hat gesagt, ja, anders krass. Und habe ich gesagt, ja, endkrass. Und er, der todeskrass. Und das haben wir den ganzen Abend so durchgezogen. Das waren die 90er, das hat funktioniert, das war so cool. Ja, und jetzt mittlerweile, jetzt bin ich verheiratet. Ich habe einen Hund, ich habe eine Ehefrau. Männer duschen wie Deppen. Frauen wissen, wie sie sich duschen müssen. Die duschen mit System. Ja, ja klar, erst ein bisschen Seife, dann da um die Augen rum, das ganze Make-up ist ja wichtig. Ja. Eins nach dem anderen machen die. Was machen wir Männer? Duschgel in die Hand und dann nochmal schön einatmen. Oh, bin ich schon sauber. Mei, riecht es gut. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Aber wir denken, ja, perfekt. Reicht eigentlich schon. Okay, Achseln. Ja, gut, Achseln. Okay, passt schon. Andere Achsel. Ja, okay, noch ein bisschen. Dann langsam nach unten vorarbeiten. Ja, ordentlich. Ja. Dann wichtig, Füße. Unter der Dusche Füße. Ja. Man hat Angst, dass man ausrutscht. Wie macht man es? Okay, fertig. Und dann Arschritze. Und dann, Gesicht vergessen. Irgendwann schlafen sie endlich durch. Dann ist dein Schlafrhythmus komplett kaputt. Dann müssen die aber in die Schule. Oder? Dann musst du sie aus dem Bett rausziehen. Du bist selber komplett verpennt. Die sind verpennt. Du musst denen beim Anziehen helfen. Ich muss denen Pausenbrote schmieren. Ich weiß gar nicht, wie ich heiße um die Uhrzeit. Woher soll ich wissen, was sie denen aufs Brot drauf schmieren? Meine Tochter sagt, Papa, bitte nicht wieder Wasabi-Brot. Ich sage, keine Ahnung, grün ist gesund, oder? Mein Sohn sagt, Papa, kann ich bitte eine normale Pausenbrotbox haben? Ich sage, komm, die schwarzen Beutel vom Hund sind noch wunderbar. Ja, die sind sauber, wenn man die aus dem Automaten rauszieht, oder? Macht die Tür auf, sagt, Papa, Akku ist alle. Kann ich Handykabel? Kennt ihr das, diese Sprüche, dieses, kann ich Handykabel? Was? Papa, kann ich ein Eis? Was? Eure Kinder auch, oder? So, was sind Verben aus, oder was? Kann ich Handykabel bitte? Ja, okay, gut. Geht doch. Na, es ist echt brutal. Die Kinder, es ist so, und dann, ja, und dann hat sie ihr Handy gehabt und dann hat sie gemeint, jetzt, wo es wieder kälter geworden ist, sie hätte ganz gern eine neue Winterjacke. Habe ich gesagt, was ist mit der vom letzten Jahr? Die ist doch noch super. Ja, die habt ihr doch auf eBay verkauft. Dann ist es Zeit, als Eltern Verantwortung zu übernehmen. Habe ich gesagt, ja, gell? Jetzt merkst du mal, dass so ein Handy im Winter nicht warm halten tut. Haben wir wieder was gelernt, gell? Wenn du ein bisschen länger drauf gespielt hast, dann ist es ein bisschen wärmer, dann kannst du so einen Körper hinhalten. Ja, kannst du. Aber wir bekleben es jetzt übergangsweise mit ABC-Pflastern, das ist okay. Na, sie ist schon schlau, sie hat eine schöne Jacke gesehen, hat gesagt, sie hat eine Jacke gesehen, die ihr gefällt und wo der Preis auch stimmt. Bei Chibo hat sie eine gesehen und beim Kick hat sie auch eine gesehen und beim Aldi habe ich zu ihr gesagt, jetzt warte mal, kleines Mädchen, hörst du dich überhaupt selber reden? Chibo, Aldi, Kick, ich höre von dir immer nur Markennamen. Wenn ich älter bin, wenn ich mal ins Altersheim gehe, dann hole ich mir die fette Playstation, dann werde ich zocken ohne Ende. Ja, dann habe ich Kontakt, dann kann ich online mit Menschen auf der ganzen Welt. Wie cool ist das denn, oder? Bevor ich irgendwie frustriert durch ein Glacis laufe und irgendwie junge Menschen anbrülle, gehe ich doch lieber auf den Server und baller die da ab. Aber du hast so einen anderen Vater, der stand neben mir da am Fußballplatz, habe mich angeschaut von oben bis unten. Ich habe den vorher noch nie gesehen. Ich glaube, sein Sohn war neu in der Mannschaft. Habe ich gesagt, sag mal, du bist doch der Vater vom Lukas, oder? Sagt er, ja, woher weißt du das? Sage ich, der hat doch eine Schwester, die heißt Leonie. Ja, der Lukas ist da auch 2005er. Ja, sag mal, woher weißt du das alles? Sage ich, das steht auf deinem Unterarm. Die kennt ihr, diese Typen, oder? Die sich die Namen der Kinder auf dem Arm tätowieren? Warum machen die das? Damit die Namen nicht vergessen, oder warum? Wie heißt mein Sohn? Warte. Vor allem, was machen die, wenn das dritte Kind kommt, oder? Papa, wo steht denn eigentlich mein Name? Ja, zähl mal meine Arme.
Ich glaube, wir machen es eh falsch. Warum tätowieren wir uns die Kindernamen? Die Kinder leben doch viel länger als wir. Die müssen sich doch an uns eines Tages erinnern, oder? Ich glaube, mein Tipp wäre, ja, nach einem Monat nach dem Geburtstermin, Termin im Tattoo-Studio. So, jetzt machen wir mal die Ärmelchen nach hinten. Jetzt tut es ein bisschen weh. Und dann richtig schön, weißt du, links Namen vom Vater Karl-Heinz, rechts Gisela. Wie geil wäre das, oder? Die hocken in der ersten Klasse so. Voll die Gefängnisklasse. Ja. Hart, ja. Aber das Süßeste ist, jetzt wo es so richtig geschneit hat, habe ich zu ihm gesagt, er wollte unbedingt rausgehen, Schneemann bauen. Er hat gesagt, Papa, ich möchte raus. Dann habe ich gesagt, ja, logisch, geh raus, aber bei dem Wetter nicht ohne Anorak. Und er schaut mich mit großen Augen an und sagt, Anorak, haben wir sowas, Papa? Und es ist mir aufgefallen, das Wort Anorak haben wir jahrelang nicht verwendet. Das ist so ein bisschen ausgestorben, gell? Das war im Hinterkopf noch gespeichert, aber wir haben es die Jahre nie ver... Und er wusste nicht, was ich meine. Der ging raus in den Flur so, Anorak. Anorak. Zieht sich seine Jacken an und geht raus. Und dann dachte ich mir, wie geil, wenn er das Wort nicht kennt, was könnte es sein? Weil es klingt cool, oder? Anorak, wenn man nicht weiß, was es ist, das klingt doch irgendwie nach Action, oder? So, da dachte ich wahrscheinlich, was meint der Papa? Was ist ein Anorak? Was haben wir irgendwo, vielleicht ist das so ein kleiner Power-Schneetraktor. Hat draußen geschaut, steht da vielleicht so ein kleiner 15 PS Anorak, so gerade mit seiner Größe, mit seiner Schneeschaufel. Und damit fährt er dann die Straße runter, so, der Schnee so. Und die anderen Kinder so, hey, was hast du da? Das ist unser Anorak! So ein geiles Wort, oder? Kann alle, oder vielleicht ist es auch so ein Viech, weißt du, so wie aus Herr der Ringe. Könnte es auch sein, oder? So Sauron öffnete die Tore Mordors und die Uruk-hai ritten ins Tal auf einer Horde Anorak. Alles kann das sein. Was, dir geht's nicht gut? Leg dich ins Bett, nimm zwei Anorak. Oder mit der würde ich nicht knutschen, ich glaube, die hat Anorak. Also wenn du Angst hast, ich hätte hier ein passendes Gedicht von einer Monika Minder. Übrigens eine ganz hervorragende Poetin aus der Schweiz. Rot stehst du mit deinem gezeichneten Bart im Türrahmen. Jetzt sind wir zu zweit, ich und die Angst. Eins, zwei, drei, vier. Das sind die vier Ventile, die du hier brauchst. Das erste geht nicht. Super. Zwei, drei, vier gehen. Und wenn hier das erste steht, nimmst einfach das vierte. Das ist eigentlich relativ wurscht. Was? Okay. Schauen wir mal, dass wir den ersten Ton suchen. Ja. Hilf mir ein bisschen. Ist ein F, ich spiele es dir vor. Und was drücke ich jetzt? Gar nichts. Leer. Das ist ein Nuller. Der Nuller. Musst nichts drücken, einfach nur rein. Ein bisschen höher, wenn du es biegen kannst. Wie? Muss ich das selber machen oder was? Musst du mit dem Mund machen. Ach so. Ja. Sag mal. Ja, das ist ein bisschen zu krass geblasen, Alter. Wenn 1, 2 steht, nimmst du einen Dreier. Wenn der 1er steht, nimmst du einen Vierer. Ja, wenn hier der 1er steht, nimmst du einen Vierer. Oder du drückst alle drei hier und hoffst aufs beste Ergebnis. Okay. Du musst mit dem Bauch arbeiten, ja? Mit dem Bauch. Ist doch gar nicht schlecht, oder? Also ich würde sagen, danke. Es geht zumindest als Nebenmelodie durch. Ein Stand-Up-Comedian? Also der Unterschied ist ein Stand-Up-Comedian zum Kabarettisten erstmal. Der Comedian macht es wegen am Geld. Mhm. Und der Kabarettist, der macht es wegen des Geldes. Wenn du das hier siehst, diese Show, also wir sind ja immer dankbar für Anregungen. Was würdest du anders machen? Ich finde es super. Ich find's eine mega starke Show. Ich finde es total. Musst du jetzt aber nicht sagen, du kannst gnadenlos. Nein, wirklich. Ich bin reingekommen, ich war total begeistert. Die Atmosphäre ist warm, es ist professionell, es ist schöner als bei uns. Essen stimmt, ja. Nur das Geld nicht. Ach, das ist alles gut, alles in Ordnung. Ich bin einfach sehr froh, hier zu sein. Hauptsache nicht zu Hause. Wir haben ja tatsächlich gemeinsame Wurzeln, Reuchlin-Gymnasium. Ja.
Ich habe es natürlich gewusst, du hast es gar nicht gewusst. Uns trennen nur 6 Jahre von unserem Abitur. Du hast 91 Abitur gemacht. Moment, ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Und bist dann quasi 11 Jahre vorher eingeschult worden? Ich war 88, 89 war ich ein Jahr in den USA und dann kam ich zurück und habe dann mit einer neuen Klasse Abi gemacht und 91 war ich fertig, genau richtig, das stimmt. Ja. Aber da hat tatsächlich deine Kabarettkarriere quasi angefangen. Dein Freund, der da den Erkan gegeben hat, der war am Scheiner. Genau, stimmt. Wie habt ihr euch überhaupt getroffen? Also wir hatten keinen Kontakt mit den Leuten vom Scheiner. Also das, zum Scheiner zu gelangen, da waren Hindernisse, da musste man erst am Gnadenstall vorbei. Da ist man nicht weitergekommen, weil da waren die ganzen Mädels. Da waren die Mädels, also weiter ist man normalerweise nicht gekommen. Dann war es Katharinen. Katal waren auch viele Mädels. Alle meine Mädels waren am Katal. Ja. Und der John kam gerade auch neu in die Stadt, war am Internat irgendwo. Und ich war das Jahr in Amerika und er hat gemeint, irgendwie ihr würdet euch gut verstehen. Und dann haben wir uns irgendwie... ja, recht wohlgefühlt miteinander und haben viel Gaudi gemacht und waren dann gut befreundet und haben während des Studiums dann diese Blödelei mit Erkan und Stefan angefangen, was wir früher in Ingolstadt... eines Reuchlin-Schülers nicht würdig ist. Am das Busbahnhof aufgeschnappt. Die Reuchlinianer waren ja schon eher gehobene. Du brauchst ein Ventil. Wir wollen heute einen Adventskalender basteln mit 24 Säckchen. Okay. Und zwar für das Sozialprojekt vom Bruder Martin, den kennen Sie ja wahrscheinlich alle. Das wird dann nachher verkauft, meistbietend, und wir tun in jedes Säckchen was rein. Wir werden 4 solche Christbaumkugeln basteln, also jeder von uns einen, jeder von uns Künstlern, also Stand-Up-Comedian, ne? Dann Engel, und dann haben wir noch persönliche Grußkarten und von jedem 2 Eintrittskarten. Also das ist Mühe geben, Multitasking, ne? Müssen wir jetzt hier selber basteln, das sind selbstklebende Sachen, das haben sie ja vorher, muss man hier so drauf. Okay. Ah, das sind so Glitzersteine, oder? Aber du bist doch geschickt, du bist ja Lehrerkind, du bist sicher... Oh Gott, ja. Ich habe seit 10 Jahren nicht mehr gebastelt. Wieso bist sind du? Schüler von meiner Mama hier heute Abend. Okay, ich habe Glück gehabt. So. Das Lehrerkind sein ist hart. Ist hart? Ja, total. Hat dich das sehr geprägt? Ja, ich glaube schon, aber ich versuche das irgendwie dann wieder weiterzugeben nach unten, an meine Kinder. Stichwort also Ventil. Du bist ein richtiger Besserwisser ja, und ein Kontrollfreak. Ein Kontrollfreak. Ja, also habt ihr Lineal irgendwie? Ich klebe da jetzt echt Strass drauf, gell? Aber bitte. Ja, und du kannst hier auch einen Spruch draufschreiben. Okay, okay. Krasse Kugel oder so. Ah, gute Idee, ja. Du hast jetzt vorher ein bisschen verächtlich über Politik gesprochen im Kabarett und so weiter, aber du bist ja ein politischer Mensch. Unter anderem jetzt sogar tatsächlich Kreistagsabgeordneter, ja. Aber du warst auch im Fokus einer politischen Diskussion, als du einen Panzer fotografiert hast. Ja, das hätte ich nicht machen Ich weiß nicht, wollen. Ob jeder die Geschichte kennt. Das war ein Faschingsumzug in Reichertshausen, wo du gewohnt hast. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe da, die haben da so einen Panzer gebaut und da haben sie draufgeschrieben, Asylpaket 3. Und ich will da echt nicht mehr drüber reden. Das ist so, ich habe da viel Ärger bekommen deswegen. Warum? Weil ich dann als Nestbeschmutzer quasi gegolten habe, weil ich hätte nicht fotografieren sollen, weil ich war mit meiner Verantwortung nicht bewusst, wie viel Reichweite das hat. Die wollten quasi dann im Dorf damit rumfahren, aber das sollte die Öffentlichkeit nicht so sehen. Das war so ein bisschen das Problem. Und bereust du es, dass du es gemacht hast? Ja, ein bisschen schon. Also weil ich halt meine Meinung dazu gesagt habe. Also ich habe gesagt, Jungs, ihr habt da bestimmt hunderte von Stunden Arbeit rein investiert. Hättet ihr vielleicht ein paar Minuten investieren können, darin zu überlegen, dass es nicht so schön ist, irgendwie Flüchtlinge mit dem Tod zu drohen. So, wir sind das Asylpaket 3 und was schon, die Ilmtaler Asylabwehr. Das fand ich ein bisschen hart. Der Donaukurier hat es übrigens auch fotografiert und die haben keinen Ärger bekommen, aber ich schon. Aber du hattest Rückhalt aus deiner Partei zumindest. Ja, auf jeden Fall. Ja, also nicht alle. Es gab schon ein paar, die gesagt haben, das hätten wir in Bayern anders lösen sollen. Ich hätte auf den Panzer draufspringen sollen und mit denen reden und das bei einem Bier klären. So machen wir. Ja, wir verraten uns jetzt, du bist ja den ganzen Abend hier auf der Couch, du machst jetzt mal deine Kugel fertig und ich darf den nächsten Gast ankündigen. Meine Damen und Herren, es gibt Kabarettisten, die sind Vollprofis, Netzwerker, ständig auf dem Bildschirm und wenn man mal den Fernseher einschaltet mit großartigen Webauftritten und der Internetadresse auf dem T-Shirt, aber es gibt auch Musikkabarettisten, die so scheu sind, dass sie sich ihre Auftritte nicht ankündigen trauen, ihre Homepage löschen und sich auf der Bühne für ihre Ergüsse entschuldigen. Ein solcher ist auch mein nächster Gast, ein nach Berlin emigrierter Bayer, den ich als Meister des dadaistischen Liedgutes bezeichnen möchte, als Antikünstler im besten Sinne. Hier kommt Thomas Franz!
So, ich bin Liedermacher. Ich habe die Lieder schon gemacht. Ich habe praktisch vorgearbeitet. Jetzt wird nur noch abgespult. Und das erste Lied, was ich euch spiele, das bringt uns in den Weltraum. Auf unserem Raumschiff sieht es scheiße aus. Wir haben's nicht im Griff, wir wollen alle nur hier raus. Alles fliegt hier rum und alles ist verschmutzt. Es ist traurig im All, wenn keiner putzt. Leutnant Flanagan braucht morgens ewig im Hygienebereich. Und wenn ich nach ihm reingehe, vergeht es mir gleich. Der Vakuumsog ist mit Flanagans Haaren verstopft. Am Urinablassschlauch hat er daneben getropft. Und er hat den Ultraschallrasierer nicht wieder in den Spind geräumt. Leutnant Flanagan ist immer durch den Wind und verträumt. Und Captain Meyer trinkt immer Kaffee und räumt den Becher nie weg. Und in der Bordküche überall nur leere Tetrapacks und Dreck. Und im Maschinenraum hinter dem Antriebsmodul, da läuft irgendwas aus, das riecht auch nicht so cool. Und im Cockpit schweben in der Luft die schwerelosen leeren Chipstüten und ausgetrunkenen Weltraumbierdosen. Weltraumbierdosen. Auf unserem Raumschiff sieht es scheiße aus. Wir haben's nicht im Griff, wir wollen alle nur hier raus. Alles fliegt hier rum und alles ist verschmutzt. Es ist traurig im All, wenn keiner putzt. Es ist so traurig im All, wenn keiner putzt. Malheur beim Friseur. Malheur beim Friseur, Malheur beim Friseur, Malheur beim Friseur. Yo, check it out, Malheur beim Friseur, Malheur beim Friseur, Malheur beim Friseur, Malheur beim Friseur. Ich lebe in der Stadt und ich wohne im Ghetto. Ich kaufe immer ein bei Lidl und Netto. Ich sitze in der Kneipe und fühle mich wohl. Meine Straße, mein Block, mein Ruhepol. Nur neulich, da hab ich in den Spiegel geschaut und vor meinem Anblick hat es mir gegraut. Meine Looks gehören zwar schon zu den Guten, aber die Frisur war nicht mehr zu zumuten. Ich also los, geh zum Haare schneiden. Mein Friseur konnte ich schon immer gut leiden. Er macht mir einen Tee und fragt mich, wie der Tag war. Ich bin ihm für so ein Gespräch immer dankbar. Doch als er dann so bei der Arbeit war, mein Friseur, passierte auf einmal ein großes Malheur. Ein Mann kommt rein mit einer Knarre in der Hand und legt an. Mein Friseur steht panisch an der Wand. Dann fallen drei Schüsse, mein Friseur geht zu Boden. Ich sitze im Sessel und mach mir in die Hosen. Vielleicht war das irgendeine Mafia-Sache. Mein Friseur liegt inmitten einer Blutlache. Am Ende kommt die Polizei und bringt mich weg. Ich bin jenseits von Gut und Böse vor Schreck. Dass ich überlebt hab, war Glück, doch denk mir nur, ich kann so hier nicht weg, weil nur halbe Frisur. Das Lied heißt Der Junge, der Hamster und das Meer. Unten am Strand, um meinen Hamster zu baden. Ich war mit ihm im Wasser, zwar nur bis zu den Waden, doch ich hab nicht aufgepasst. Da kam die Welle und hat ihn erfasst. Sie hat ihn mitgenommen ins tiefe Blau, ist er mir davon geschwommen. Scheiße, oh nein, jetzt ist der Hamster weg. Das gibt Ärger daheim, was für ein Schreck. Den Hamster hat jetzt die See. Das mit dem Baden im Meer war keine gute Idee. Es hat ihn mitgerissen. Ich hätte es wissen müssen. Na.
Das ist nun lange her. Seitdem habe ich mich schon oft ans Meer gesetzt. Hey Hamster, denk ich mir, irgendwo da draußen bist du jetzt. Du schwebst im blauen Raum. Du lebst den blauen Traum. Hab so an dir gehangen. Du bist fort von hier gegangen. Na, 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 na. Ja, Ingolstadt, ihr seid im Haus. Okay, jetzt die Moral. Liebe Jungs, ihr wisst, das mit den Mädels ist nicht leicht. Dieses Lied hier zeigt euch, wie man sie doch erreicht. Es steht schon in der Bibel drin und es gilt auch hier. Wenn sie nicht zum Date kommt, dann kommt das Date zu ihr. Die moderne Welt wird doch mehr und mehr mobil. Man muss sich viel bewegen, wenn man viel bewegen will. Das ist nun mal der Trend und bei genauerer Überlegung ist so konsequent, auch so ein Date braucht Bewegung. Also lässt die Frau dich abblitzen und tut sie dir fehlen. Tu nicht traurig rumsitzen, ich kann dir nur empfehlen. Zieh nicht so eine Fresse, brauchst nicht auszurasten. Briefmarke und Adresse und die Sache ist im Kasten. Eisbecher, Eisbecher mit der Post. Eisbecher, Eisbecher mit der Post. Die Himmel ist voll heiß, das Eis voll Frost. Ich pack den ganzen Scheiß und schmeiß ihn in die Post. Eisbecher, Eisbecher mit der Post. Eisbecher, Eisbecher mit der Post. Die Hintern voll heiß, das Eis voll Frost. Pack den ganzen Scheiß und schmeiß ihn in die Post. Eisbecher, Eisbecher mit der Post, Himbeeren voll heiß, Eis voll Frost. Pack den ganzen Scheiß und schmeiß ihn in die Post. Genau, weil das ist ja lustig, weil bezüglich Frost habe ich ein wunderbares Gedicht gefunden von einer Monika Minder. Das wäre übrigens, das wäre eine Frau, deren Vertonung derer Liedtexte, das wäre doch eigentlich eine Geschichte für dich. Ja, schick mir mal jetzt E-Mail. Ein Frostgedicht von Monika Minder. Jetzt kommt in leisen Wogen ein Hoffen hingezogen, ein Glauben und ein sanfter Trost und auf den Tannen der erste Frost. Ja, die ist auch mehr oder minder programmiert, die Rosalinde. Da muss man auch im Endeffekt nichts drücken, oder wenn man was drücken müsste, dann geht es eigentlich nicht. Dass du mal nimmst. Wie nehme ich die? So, dass du hier oben reinblasen kannst. Okay. Kriegst du es hin? Ja, so jetzt. Okay. Genau. Und wo muss ich jetzt hier? Hier schön halten, dass es nicht wegrutscht. Okay. Finger, Daumen durch den Ring. Okay. Finger hier drauf. Erstes geht nicht. Zweites geht. Drittes geht. Viertes. Ein bisschen schnell. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja. Geht ab. Ich sag, wenn du es fehlerfrei spielst, darfst du die Rosalinde für immer auf deine Tour mitnehmen, okay? Ich fürchte, die bleibt hier. Ja. Die stinkt auch. Achtung, Guess! Wenn man versucht, was über dich rauszufinden oder Termine zu finden, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deine Termine sind geheim, dass du Kabarettist bist oder Musiker ist geheim, es gibt keinen Wikipedia-Eintrag, keine Homepage. Es gibt nichts. Wenn man Thomas Franz sucht, kommt ein Unternehmensberater als erstes. Das bin auch ich. Nein, du bist vom Beruf was anderes. Du bist Krankenpfleger gewesen. Ja. Anfangs, dann hast du Geografie studiert. Ja. Und jetzt bist du? Na, jetzt, ich arbeite jetzt als im Büro in der Buchhaltung für einen Verein in Berlin. Ja, es ist so eine Hilfsorganisation. Da mache ich jetzt Buchhaltung. Bist du da gut drin? Machst du es gern oder machst du es, weil es der Verein ist?
Oder weil deine Eltern dir das befohlen haben? Naja, ich mache das schon gerne eigentlich auch, ja. Das macht schon manchmal auch Spaß. Aber Stichwort Ventil wahrscheinlich, ja. Oder? Naja, er muss immerhin von seinem, von seinen kabarettistischen Ergüssen nicht leben. Ne? Ja. Das macht mal einen Vorteil. Ja, nee, ich verdiene da sau viel Geld. Aber du hast jetzt schon mehrere Werdegänge hinter. Wie alt bist du? Darf ich das fragen? Bin so alt wie du. Tatsächlich? Ja. Ohne Scheiß. Dann bist du... Wie alt bist du? 39. Bist du auch 39? Ja, ich bin auch 39. Hey. Sagen Sie nichts. Ich habe selber Augen im Kopf, ich kann es sehen. Schon ein deprimierender Abend. Ich sollte auch in der Buchhaltung arbeiten. Seid jung. Oder die gesunde Berliner Luft wahrscheinlich. Ja. Du kommst eigentlich aus Fürstenfeldbruck, also spießbürgerlicher geht es eigentlich nicht. Nein, das ist so eine Reihenhaussiedlung. Ja. Reihenhäuser. Da ist der Weg zum Buchhalter eigentlich nicht weit. Nee, ist eigentlich nur ein kleiner Sprung. Hast du in deiner Zeit in Fürstenfeldbruck schon angefangen, solches Zeug zu machen, oder ist es erst in Berlin entstanden? Weil das ist ja schon, also wenn man dein Programm so sieht, dieser Dadaismus, das riecht nach Großstadt, das riecht jetzt nicht unbedingt nach Fürstenfeldbruck. Ja. Ich habe in Fürstenfeldbruck eigentlich gar nicht Musik gemacht. Ich habe in München, da hatten wir eine Band, das war aber eher so Indie-Musik. Und ich habe dann nach einer Zeit gemerkt, es hat mir musikalisch sehr gut gefallen, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich meine Texte da nicht unterbringen kann. Weil das war alles sehr pathetisch und hat irgendwie schon einfach eine andere Musikrichtung. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich muss das irgendwie alleine machen. Und dann bin ich nach Berlin und da habe ich dann halt rumexperimentiert auf offenen Bühnen. Da habe ich gemerkt, die Leute lachen, das war so gar nicht geplant. Und dann hat es mir aber irgendwie gefallen, also macht ruhig weiter. So. Außer unserem Bastelzeug und diesen Freikarten, die ich ja schon vorher erwähnt habe, sind auch persönlich gewidmete Grußkarten drin. Und ich habe mir erlaubt, da ein Gedicht von der Monika Minder drauf zu schreiben. Das muss ich finden, ich habe es hier auch nochmal aufgeschrieben. Das ist ein ganz kurzes. Sag jetzt nicht, du bringst mir nichts, du großer Mann mit weißem Haar, sonst werde ich wirklich ärgerlich und zieh an deinem langen Bart. Ja. Sie ist selber Dadaistin, tatsächlich, ich habe hier ein dadaistisches Gedicht. Das ist wirklich, das wäre jetzt passend zu der Kugel, weil sie hat ein Kugelgedicht tatsächlich. Mal schauen, das ist SM-Gedicht. Hier, das wirklich. Weihnachtskugeln, Bimbelbumm, bimble mir ein Bimbelbim, Weihnachtsglöckchen, Klingeling, klingle mir ein Klungelkling. Ja. Also, den Text würde ich dir für ein Lied schenken. Das hat sie von Ernst Jandl abgeschaut. Nein. Den hätte sie sonst zitiert. Sie zitiert auch auf ihrer Seite, aber die besten sind von ihr selbst, muss man tatsächlich sagen. Hättest du Bock, das tatsächlich beruflich auszubauen, oder sagst du, nee, Buchhalter ist eigentlich der Traum? Nee, ich würde das schon machen, so, ja. Ist halt schwierig mit dem Geld und so, ne? Irgendwie. Ja, man müsste vielleicht Auftritte bekannt machen, also irgendwo hinschreiben, dass die sind. Absurde Idee. Ich finde das Wahnsinn. Ich tue mich ab in den sozialen Netzen und Facebook und Twitter und schlage mich tot. Mach alles Mögliche und er macht gar nichts. Ich versuche seit 2 Jahren hier in die Show zu kommen und er macht nichts und zack. Richtig. Schlecht. Richtig. Ist das der Trick? Ja. Das Problem war, du wolltest kommen. Ja. Als ich ihn gefragt habe, ob er kommt, hat er gesagt, viele Leute, nö. Hast du eigentlich von Erkan und Stefan noch was mitbekommen? Ja, ich habe deiner Fürstenfeldbruck. Ich habe das mitgekriegt, ja. Auf einmal haben alle so geredet. Also, ja. Das war du dir. Auch? Tut mir leid. Das war dir. Wir müssen uns bei ganz vielen Eltern entschuldigen. Ja. Nee, wir haben es heimlich gemacht. Ja. Also, so geredet. Aber, weil wir haben uns nicht getraut. Aber nur alleine. War das für dich dann eine Hypothek später? Sind die Leute immer, hey, red doch mal krass, Alter?
Du, und du hast gesagt, so. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Es ist schon so, dass die Leute dann irgendwie neben mir stehen und sagen, boah, schau mal, das ist der und so weiter. Und die reden dann über mich, während ich daneben stehe. Und dann sage ich irgendwann, du, ich kann euch hören. Und dann sagen die, jetzt hat er was gesagt. Wir haben uns übrigens auch verleugnet damals. Wir sind damals im Schlachthof angesprochen worden von Filmproduzenten. Die haben uns gefragt, ihr seid doch Erkan und Stefan. Wir wollen einen Kinofilm mit euch machen. Und dann haben wir gesagt, na, das sind wir nicht. Wir haben, weil wir nicht erkannt werden wollten. Wir waren da privat und wir haben uns zweimal verleugnet. Wir haben auch versucht, also ähnlich wie du. Ich glaube, das ist der Trick. Also hattet ihr keinen Bock oder? Wir haben denen nicht geglaubt. Wir dachten, die verarschen uns. Wir haben wirklich geglaubt, die wollen uns einfach nur ja, hochnehmen. Das war ein Film mit Bulli Herbig damals. Genau. Er hat Regie geführt beim ersten Erkan und Stefan Film. Ja, das war auch einer seiner ersten Filme. Das war sein erster Langfilmregie. Die haben uns damals gefragt, wer könnte Ihr da habt Regie den groß führen? Gemacht im Endeffekt. Ja, ja, klar. Wir haben nee, aber es war so ein bisschen, waren wir da schon an diesem Scheideweg. Wir wurden schon gefragt, weil damals gab es nicht viel Comedy-Regisseure. Wir haben so an Leute gedacht wie Sönke Wortmann oder sowas, der hat den bewegten Mann gemacht. Und dann kam Bulli ins Spiel und die Produzenten haben gesagt, der macht so diese Bulli-Parade-Sketches sehr gut und könnt ihr euch vorstellen, mit dem zusammenzuarbeiten? Und dachten wir, naja, lange Sachen, der macht nur kurze Sketche. Und dann haben wir es einfach mal ausprobiert und es hat gut funktioniert. Also er hat es traumhaft gemacht. Was hast also, du von ihm gelernt? Zusammenarbeit immer. Was habe ich von ihm gelernt? Kein Stress verbreiten am Set, sondern immer nett sein. Die Leute fressen dir aus der Hand. Also es war wirklich so, jeder wollte ihm alles recht machen und deswegen hat alles funktioniert, weil er einfach ein sehr extrem positiver Mensch war am Drehort und das hat auf alle abgefärbt. Du machst auch das in einer Seelenruhe, muss man wirklich sagen. Das ist wieder ein Auftritt. Ja, man muss drüber nachdenken. wo man diese Kugel hinklebt. Jetzt musst du dann eine kurze Bastelpause machen, weil ich glaube, den nächsten wollen wir alle einfach nur genießen. Yep. Ich darf unseren dritten und letzten Gast des heutigen Abends ankündigen. Er war Knabensopran im Rudolf-Lamy-Kinderchor, später Philosophiestudent und Hauptdarsteller im Softporno beim Jodeln juckt die Lederhose. Doch das war nur der Anfang mit seiner Platte. Genug ist nicht genug, begann eine großartige Karriere. Mittlerweile ist er der Konstantin Wecker unter den Liedermachern. Hier ist Konstantin Wecker! Menschen müssen sich verändern, um sich selber treu zu sein. Nur das Wechseln von Gewändern kann kein wahrer Wandel sein. Mancher sagt nur meditieren, essen, was zum Boden fiel. Sich im Ganzen zu verlieren, sei das wahre Lebensziel. Andere ritzen ihren Armen Hass und Rache blutig ein. Sie sind viel zu schwer verwundet, um im Herzen ganz zu sein. Andere wiederum marschieren, Fahnen werden stolz gehisst. Und auch sie werden verlieren, weil kein Sieg beständig ist. Eines fügt sich doch zum anderen, nichts besteht für sich allein. Flüsse, die getrennt meandern, leiben sich dem Meere ein. Gut poliert erscheint das Schlechte oft in einem Strahlenkranz. Sei ein Heiliger, ein Sünder, gib dir alles, werde ganz. Hochgestiegen, tief gefallen, zwischen Geistesblitz und Lallen. Bin ich auf dem Weg zum Lieben, meinem Innern treu geblieben. Und mich führen auf meiner Reise zum Verstehen viele Gleise. Zwischen Zärtlichkeit und Wut fasse ich zum Leben Mut. Zwischen Zärtlichkeit und Wut tut das Leben richtig gut. Das folgende Lied hat eine ganz witzige Entstehungsgeschichte. Ich habe den Text im Januar geschrieben und dann im Februar vertont. Und dann spiele ich so meiner Band vor, kurz vor der Aufnahme, und gesagt, ich glaube, da habe ich irgendwas geklaut. Kriegen die einen völligen Lachkrampf, fragen, ob ich dement sei. Sag mal, Konstantin, kennst du die 9. von Beethoven nicht mehr? Ich habe völlig vergessen, dass ich vor über 200 Jahren diese Melodie schon mal geschrieben habe. Nein, ich höre nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt, wo der Menschen miteinander und
unser Sein zusammenhält. Lasst uns jetzt zusammenstehen, es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lasst uns lieben und besiegen wir den Hass durch Zärtlichkeit. Du sag mal, erstens bräuchte ich jetzt eine tubistische Unterstützung beim nächsten Lied unbedingt von dir. Und dann habe ich gerade eine Idee gehabt, die Frau Minder heißt die doch, gell? Ja. Aber hast du noch so ein Mindergedicht? Ich möchte gerne eine Spontanvertonung machen. Ich hätte eins. Und das war ein kurzes, noch nicht gelesenes Mindergedicht. Was magst du denn? Magst du wurscht. Was du dir raussuchst. Ich hätte eins über die unbefleckte Empfängnis. Ja. Das hätte ich gern. Da war ein Kuss und so viel Lust, ein Umstand, daraus ein Kind entstand. Man weiß nicht genau, wo man es fand, aber in einem anderen Land. Jetzt nehmen wir S-Dur, oder? Ja, das ist eine frohe Kunde. Ne? Die unbefleckte Empfängnis kann man S-Dur nehmen. Da war ein Kuss und so viel Lust. Ein Umstand, daraus ein Kind entstand. Man weiß nicht genau, wo man es fand, aber in einem anderen Land. Schenke ich dir. Also, ich würde sagen, da geht noch eins. Ich begleite dich dazu. Nein, ich hätte ein versautes Gedicht. Man hat mich nicht beschert, der Weihnachtsmann ist nicht gekommen. Am Heiligabend ritt ich wie ein Pferd und war auch leicht benommen. Wenn auch nur in meinen Träumen von all dem Glitzer und der Schokolade an den großen Weihnachtsbäumen. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und die Luft nach Erde schmeckt, ist egal, ob man gescheit ist, wichtig ist, dass man bereit ist und sein Fleisch nicht mehr versteckt. Wenn der Sonne nicht mehr weit ist und der Himmel ein Opal, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wie ein Weib ist und die Lust schmeckt nicht mehr schal. Wenn mein Ende
ist der Anfang schon gemacht. Weil's dann keine Kleinigkeit ist, ob die Zeit, vertane Zeit ist, die man mit sich zugebracht. Nämlich nie zu viel. Nur man darf nicht träge sein und darf nicht ruhen. Denn genießen war noch nie ein leichtes Spiel. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist, der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, wenn die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Satt und ungeheuer. Du bist der Erste heute, der auf der Tuba vorher proben musste. Du bist ein echter Profi, ein Bühnenprofi. Du lässt nichts anbrennen. Wenn es irgendwie geht, aber ich habe keine Ahnung von Tuba spielen, das weißt du. Ich wollte bloß einmal reinblasen. Und gegraust hat es ja ein bisschen. Aber ich sage mal. Nein. Da noch du nicht. Bist ja einiges. Da noch nicht. Du bist ja einiges gewohnt. Wenn man in den Filmen mitgespielt hat, neben du, da hat man keine Berührungsängste. Da kann man auch mal in die Rosalinde reinblasen. Also, Daumen. Ja. Durch den so. Ring. Ja. So. Ja. Ruhig noch mehr Luft. Ja. Genug ist nicht genug. Ja. Du warst als Kind quasi professioneller Sopran. Ne? Dein Vater war Operntenor? Mein Papa war ein Opernsänger, ein Tenor. Ich habe bis zu meinem Stimmbruch die ganzen großen Frauenpartien der italienischen Oper gesungen. Also ich bin bis heute noch eine perfekte Traviata. Und daher stammt wahrscheinlich dieses Pathos, das man mir immer so nachsagt. Das Weckersche Pathos, das kommt von der Maria Callas. Ich hätte jetzt gerne eine Wecker-Callas-Interpretation von Klingglöckchen Klingelingeling. Ja, mit allem, was du hast. Gut. Aber auf dem Ding. Ja. Naja. Nein, du, am besten du drückst. Ja. Ich weiß, du bist Betroffenheitslyriker, aber so betroffen muss es nicht klingen. Also, ja, Moment, ich helfe dir ein bisschen. Ja. Nochmal blasen. Na, einfach reinblasen, ich schiebe ein bisschen die Luft. Nein. Sänger, ich komme nicht mit der Luft eigentlich. Ich glaube, meine Lippen versagen. Ja, schau mal, wenn ich das mache, nicht schön. Du kannst mal auf meinen Bauch fassen. Ja. Ja, jetzt geht er. Ja, das ist nicht klar. Ja. So macht es. Ja. Das musst du beim Singen auch machen. Ja. Du hast lange nicht mehr gesungen, glaube ich. Aber ich hab schon gesungen, aber nicht mit so einem Ding vom Mund. Ah,
bist Liedermacher geworden. Kabarettist kann man eigentlich nicht, kann man nicht sagen. Du bist Liedermacher, obwohl du eigentlich deine Karriere als klassischer Musiker war ja eigentlich vorgegeben fast, kann man schon sagen, oder? Ich bin über die Poesie eigentlich dann dazu gekommen. Ich wollte eigentlich unbedingt Opernkomponist werden, das wollte ich schon als 12-Jähriger. Und habe aber sehr früh auch angefangen, Gedichte zu schreiben. Und mich wahnsinnig für die Poesie. Also ich glaube, ich hätte meine Pubertät ohne Trakl und Rilke nicht überstanden. Monika Minder, nicht zu vergessen. Und dann hat man irgendwann gesagt, Mensch, ich möchte meine eigenen Texte eigentlich vertonen. Der Witz war nämlich, dass ich gesagt habe, wer liest schon Gedichte? Das ist bis heute so, die wenigsten Leute lesen Gedichte, aber wenn ich sie zur Musik vortrage, dann kommen vielleicht ein paar Leute. Mhm. Und im Endeffekt, ich bedanke mich zurzeit nach einem 3- oder 4-stündigen Konzert bei meinem Publikum, dass ich sage, es ist ein großes Geschenk, ein Publikum haben zu dürfen, das einem 3 Stunden bei Gedichten zuhört. Und das ist auch wirklich. Also für mich ist die Poesie, das Programm heißt auch Poesie ist und Widerstand, mittlerweile bin ich der Meinung, Poesie ist Widerstand. Und für mich sind die Gedichte eigentlich das Maßgebliche. Das, was die Schönheit an Worten, weil die Lyrik, wenn du ein Gedicht gelesen hast mit 17 von Rilke und liest das 20 Jahre später, es sind die gleichen Worte, aber es ist ein anderes Gedicht. Es hat sich mit deinem Leben, mit deinem Erleben angefüllt und der Gegensatz dazu sind die Parolen. Die Parolen, die wollen immer zu Ende interpretiert sein, da musst du die Interpretation einer bestimmten Gruppe annehmen. Und das verweigert dir die Poesie. Du kannst deine eigene Interpretation zu diesen Symbolen suchen. Du kannst jetzt, also wir können jetzt in Ruhe weiter, aber du musst, du hast deine Kugel noch überhaupt nicht gemacht, oder? Das ist deine Kugel. Und eine Kugel, also wenn sie schon heute bei dem Adventskalender ein bisschen tiefgreifen und die Karten nicht bekommen für Konstantins Konzert auf dem Tollwood übrigens. Genau. Dann wenigstens ein von dir gebastelte Kugel. Ja, hier sind die Kleber, hier sind Glitzer, Steine, Borden. Du hast dir das ja vorher eh alles erklären lassen. Das ist Salz und Pfeffer, oder? Ne? Mhm. Nein. Und ich würde auf jeden Fall diesen Kleber nehmen, weil der ist unglaublich. Ja, der pappt dir die ganze Hände zusammen. Ja. Funktioniert wirklich. Irgendwie Wahnsinn. Ich bastel dir deinen Engel. Ja, bitte. Kannst du was von deinem neuen Programm erzählen, oder das du machst? Das ist eigentlich ein Jubiläumsprogramm, weil ich habe im Zirkus Krone an meinem Geburtstag das erste Mal das gespielt. Und das ist halt ein Programm, das rückblickt auf ein halbes Jahrhundert. Also das eines der ersten Lieder, die ich in dem Programm spiele, habe ich vor 50 Jahren geschrieben. Und eines war mal eines meiner ersten. Und das heißt, ich singe, weil ich ein Lied habe, nicht weil es euch gefällt. Und das ist eigentlich symptomatisch für meine ganze weitere Laufbahn gewesen dann. Du hast hauptsächlich politische Lieder gemacht. Nein, ich wollte mich früher nie als politischer Liedermacher sehen, weil da gab es ja auch unglaublich, jeder war ein politischer Liedermacher und ich habe gesagt, ich möchte eigentlich immer Liebeslieder schreiben, nur manchmal packt mich die Wut und dann kann ich eben nicht. Heute sehe ich es ein bisschen anders, heute sind die Zeiten für meines Erachtens so gefährlich, dass es fast wieder notwendig ist, politisch Stellung zu beziehen. Nicht nur fast wieder, sondern ich finde, es ist notwendig, vor allem gegen eine drohende Faschisierung. Und deswegen bezeichne ich auch gern meine Kunst im Moment auch wieder als eine politische. Nein, aber unabhängig von allem, ich finde als Künstler, Henry Miller hat das mal geschrieben, und das hat mich als 18-Jährigen wahnsinnig fasziniert. Als Künstler hat man quasi die Verpflichtung, Anarchist zu sein, weil man sich keinen Dogmen hingeben kann, keinen Ideologien. Und das war mir auch immer schon verdächtig, wenn was zu dogmatisch wurde, ja. Und wir hatten ja Zeiten in der Ende der 70er, wo sich das so gespalten hat, die Linke hat sich so gespalten und ideologisiert, die haben ja unsere Bühnen gestürmt. Ja, dann war die KPDML, die ML, Marxisten-Leninisten, mein heißgeliebter Freund und Mentor Hans-Dieter Hüsch, dem haben sie immer die Bühne gestürmt, wenn er anfangen wollte zu singen. Genosse Hüsch, hier wird nicht gesungen, hier wird diskutiert. Der Genosse Hüsch wollte aber singen, ja, ist dann in die Schweiz ausgewandert. Sicherheitshalber. Und die Maoisten, die Trotzkisten und wie sie alle hießen. Und diese Zersplitterung hat natürlich dann im Endeffekt auch die Konterrevolution, sprich den Neoliberalismus, stark gemacht. Leider. Ich finde, die Möglichkeit,
die Kunst hat, ist zu ermutigen. Und ich merke in der letzten Zeit, in den letzten ein, zwei Jahren, wirklich eine Änderung, wie sich das mein Publikum auch geändert hat. Sie gehen bekräftigt raus, wenn ich nachher beim Signieren bin, rede mit den Leuten, sagen sie, danke, jetzt habe ich wieder Mut, zu mir selber zu stehen. Und das Publikum ermutigt andererseits auch mich. Weil wenn ich einsam irgendwo in diesen Zeiten einfach nur schreibend sitzen würde, ich würde zum Zyniker werden. Aber dadurch, dass ich fast jeden zweiten Abend Leute umarmen kann, ob jetzt seelisch oder auch wirklich körperlich im Konzert, da sitzen die Menschen, 1000 Menschen, die haben nicht die gleiche Meinung wie ich, das wäre langweilig, aber sie haben die gleiche Sehnsucht. Und das gibt uns gegenseitig Kraft und wir brauchen diese Ermutigung zurzeit, ganz dringend. Und sie setzen sich zumindest damit auseinander. Ich sage immer, meine Lieder, meine Gedichte sind immer klüger als ich gewesen. Die schreiben sich aus mir heraus und ich bin denen oftmals gar nicht gewachsen gewesen, den Zeilen, die ich mit 20 Jahren schon geschrieben habe. Aber ich war ja auch saudumm immer wieder. Und genauso hat mein Schicksal, eigentlich war es sehr gnädig mit mir, weil es mich immer wieder gebeutelt hat zum richtigen Zeitpunkt. Bevor ich ein grandioses Arschloch geworden bin, habe ich wieder mal eine auf die Rübe bekommen das war sehr, ich habe ja vor 10 Jahren, hat mein Verleger damals gesagt, ich soll eine Biografie schreiben, ich habe gesagt, ich bin zu jung, damals war ich 60, fühlte mich auch zu jung und dann habe ich am nächsten Tag angerufen und gesagt, ich habe eine Idee, ich schreibe ein Buch, aber nur über meine Niederlagen und das soll heißen, die Kunst des Scheiterns. Und während ich es geschrieben habe, in diesem halben Jahr, war mir klar, dass die große Chance eigentlich war, das Scheitern und wie kann man das Scheitern als Chance sehen, indem man aufhört, irgendwelche anderen verantwortlich zu machen für sein eigenes Elend, für sein eigenes Unglück. Zu sagen, ja, ich muss ja so sein, weil meine Eltern waren so schlimm und ich muss so sein, weil das Schicksal war so schlimm. In dem Moment, wo ich es selbst in eigene Verantwortung nehme, das war ich. Der Schmarrn, der da gebaut wurde, ist von mir gebaut worden. Bewusstheit beginnt da und ich glaube, das ist etwas, was wir in dieser gnadenlosen Gesellschaft verlernen. Der Mensch ist eigentlich ein empathisches Wesen. Er ist eigentlich ein wirklich mitfühlendes Wesen. Das wird uns in dieser Gesellschaft ausgeredet. Der Mensch muss Leistung bringen, der Mensch muss da sein, um im Gegensatz den Nächsten eigentlich runterzumachen, damit er selbst an eine Spitze kommen kann. Das stimmt alles nicht. So wird niemand glücklich. So wird man so ein unglückliches Wesen wie dieser schreckliche Psychopath Trump, ja, dem du ansiehst, wie unglücklich er ist. Aus seinem Unglück heraus macht er doch immer mehr wahnsinnige Dinge, hoffentlich nicht auch noch einen Atomkrieg. Und wir müssen dieses Bewusstwerden, hilft uns zu entdecken, dass wir eigentlich empathische Wesen sind. Weißt du noch die Willkommenskultur? Wie war das schön? Tausende von Menschen waren an den Bahnhöfen, haben gesehen, Mensch, das sind Flüchtlinge, denen wollen wir helfen. Das war die eigentliche Reaktion der Menschen. Dann kamen Populisten und haben versucht, ihnen einzureden, dass das Gutmenschentum ist und dass es falsch sei. Und plötzlich haben die Leute wieder, sind sie zurückgegangen und haben ihre eigene Empathie verleugnet. Da müssen wir wieder zurück. Wir müssen wieder sehen, dass es natürlich müssen wir den Armen helfen. Zumal wir ja auch noch an ihrer Armut zum Großteil schuld sind mit unserer westlichen Gesellschaft, unseren Kriegen und unserem unglaublichen Überfluss, in dem wir leben. Die Welt können wir heute nicht retten, aber du Doch. Hast zumindest heute... Wir fangen an heute an. Und du hast angefangen mit dem Engel, den ich dir fertig gemacht ja. habe, für den Bruder Martin. Du müsstest jetzt noch den signieren. Engel, ja, das ist wunderschön. Ja, ist ja, die andere Seite ist vorne. Ja. Nein, ich wollte das hintere Haar. Die Karten bräuchten wir. Die Karten? Auf den Karten wird signiert, dass sie von dir ist. Hier einer für dich. Hier schreibst du dazu, dass du den gemacht hast, obwohl ihn ich gemacht habe. Das ist eine Lüge, aber es ist eine empathische Lüge. Ich kann sagen, wir haben ihn gemacht. Genau. Unser Engel. Und dann unterschreibst du für mich mit. Ich geniere mich ehrlich gesagt für das, was ich da drauf gemalt habe. Schneienwirtschaft, ein, zwei Mass, bevor der Himmel oberbricht. Plötzlich kommt ein Traum zur Tür rein, mit einem so an Engels Gesicht. So eine Frau wird Zuckerwatte, wo man sie am Hals verringt. Wo der alte Himmel plötzlich 2-3 Meter herhängt.
Zimmer, schafft's mir wieder neu. Demo, so ein saudummer Tag, ich weiß nicht recht, was ich mag. Und wenn ich's wüsste nachher, kann ich nicht so, wie ich will. So ein saudummer Tag, sogar der Schnauferer am Block. Ich hab fürs Leben ein Konflikt. Auf geht's! Und wenn ich's wüsste nachher, kann ich nicht so, wie ich will. So ein saudummer Tag, sogar der Schnauferer am Block. Ich hab fürs Leben ein Konflikt. Dumme, dumme, dumme. Saudummer Tag, ich weiß nicht recht, was ich mag. Und wenn ich's wüsste nachher, kann ich nicht so, wie ich will. So ein saudummer Tag, ich hab fürs Leben kein Froh. Das Leben ein kein Pfui. Yeah! Das war's mit Applaus! Meine Gäste, Konstantin Wecker, Florian Simbeck, Thomas Franz. Wir sehen uns wieder im März.